Das heißt, es geht jetzt um die Aufgabe, wie oft muss man mindestens eine Münze werfen, um in einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 0,95 mindestens einmal Wappen zu werfen. Ich weiß auch, dass man mindestens klein schreibt. Ich habe das jetzt groß geschrieben, damit man eben dieses Mi-Mi-Mi mitbekommt. Ja, aber ja, ich weiß, man schreibt es klein. So, wie löst man diese Aufgabe? Ja, wir können ja eigentlich unsere Formel einsetzen. Ja, sehr gut. 1 minus Klammer auf, 1 minus 0,5. Also erstmal 1 minus, ich schreibe da immer 1 minus P0 durch 1 minus P, aber so dürfen Sie das nicht schreiben. Wie müssen Sie das denn genau schreiben? Das müssen Sie mit Logarithmen schreiben. Also Sie können das auch als Logarithmus zu einer Basis sehen. Aber, Sie wissen, der Erzkonservative, also vor dem WTR, also als wir noch den alten GTR hier hatten, mit dem alten GTR, da konnte man keine Basen eintippen von Logarithmen. Deswegen habe ich es immer als Log durch Log bezeichnet. Aber vom Prinzip her können Sie es auch mit Basen machen. Also jetzt ist die Frage, was ist hier P0 und was ist P? Ja, das P0 ist diese Wahrscheinlichkeit hier oben, das ist also 1 minus 0,95 geteilt durch. Und das P, das ist diese Wahrscheinlichkeit, die nicht in der Aufgabe steht. Also das P ist die Wahrscheinlichkeit, einhalb die Erfolgswahrscheinlichkeit. Hier steht ja irgendwas von Wappen. Also das heißt, das wäre hier Logarithmus von 1 minus 1,5, weil das eben die Erfolgswahrscheinlichkeit ist. Und das ist N. Und jetzt muss man aufpassen. N gleich darf ich hier eigentlich nicht schreiben. Warum darf ich das nicht schreiben? Ja, weil das könnte. Weil ich das Ergebnis ja mal aufrunden muss. Richtig, genau, ja, völlig in Ordnung. Also völlig, das muss man irgendwie sagen. Also entweder man sagt, man rundet das auf. Da gibt es so komische Klammern, die irgendwie so heißen, dass man aufrunden soll, aber das will ich nicht machen. Ich schreibe einfach n größer gleich hin und dann weiß ich, da muss ich aufrunden. Völlig richtig. Ja, und das tippe ich jetzt in meinen Taschenrechner ein. Das heißt, ich sage log 0,05, habe ich das richtig? Log 0,05 durch log 1,5 und komme hier bei dem Ding hier auf etwa 4,32. Also das heißt, ich habe das jetzt so eingetippt und wie gesagt, das gleiche bekommen Sie raus, wenn Sie einen Logarithmus zur Basis 1,5 rechnen. Aber das, wie gesagt, mache ich immer nicht so gerne. Kriegen Sie aber auch raus, was ist also die Antwort hier? Wir müssen mindestens 5-mal, ja. Richtig, das heißt, Sie müssen auch sicher aufrunden. Also das heißt, hier zu sagen, ja, das ist gerundet 4, das geht nicht, das ist falsch, ja. Sondern man muss mindestens 5-mal, sehr gut haben Sie das gesagt, 5-mal werfen. Ja, und das heißt, diese Formel ist eine ziemlich zentrale Formel, bezogen auf die Mi-Mi-Mi-Aufgaben. Die verwende ich auch später bei den anderen Mi-Mi-Mi-Aufgaben immer als Schätzung. Das ist immer ein guter Schätzwert, wir müssen auf jeden Fall da drüber kommen. Gibt es Fragen zu der Aufgabe? Dann kommen wir jetzt zur nächsten Aufgabe, die heißt, wie viele Tippreihen muss man mindestens ausfüllen, um mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 50% mindestens einen Dreier zu haben. So, und der Dreier im Lotto, da gibt es irgendeine komische Wahrscheinlichkeit, wie wir auf diese Wahrscheinlichkeit kommen, werden wir noch lernen beim Thema hypergeometrische Verteilung. Also da kommt das nochmal dran. Und jetzt nehmen wir wieder die Formel, die da heißt, n ist größer gleich Logarithmus von 1 minus P0 durch Logarithmus von 1 minus P. So, in unserem Falle ist das, wobei ich da, wenn da steht etwa, muss ich eigentlich gerundet schreiben. Was muss ich jetzt hier einsetzen? Wo kommt die 50% hin?
Ja, die 50% ist P und unsere P0 sind 0,01765. Das ist genau andersrum. Bitte schauen Sie sich die Aufgabe von vorhin an. Bei vorhin war das hier das P0 und die 1,5 das P, also von mindestens 95%. Das ändert jetzt ein bisschen, also weil die Wahrscheinlichkeit ist schon extrem winzig. Das heißt, die 50% kommt in den Nenner und diese Zahl, die da steht, die kommt in den Zähler. Ich weiß nicht, ob die gerundet ist, wenn da etwa steht, wird schon so sein. Deswegen schreibe ich hier zur Not das gerundet hin und kriege hierfür raus. Muss ich jetzt rechnen? Oder hat es jemand von Ihnen gerechnet? Ein ja, 3,569. Wie viel? 3,569. Das ist aber ein bisschen wenig. Oder vielleicht doch nicht. Vielleicht habe ich deswegen so viele Dreier im Lotto. Immer wenn ich Lotto spiele, gewinne ich einen Dreier. So, da, also der hier... Müsste es nicht andersrum eingesetzt werden? Hab ich es falsch rum jetzt gemacht? Dann kommt man auf 39 mal. Ja, das passt so. 39 passt, jetzt muss ich schauen. Dann habe ich das genau falsch rumgemacht. Das heißt, Sie haben recht. Jetzt habe ich Ihnen gesagt, das ist, wie es richtig ist und falsch rum reingemacht. Also nochmal, sehr gut. Also die 0,5 kommt dann natürlich nach hier. Und diese Zahl kommt dann nach hier unten. 0,017. So, und wenn Sie sich nicht sicher sind, was oben steht und was unten steht. Die Faustregel sagt, wenn die Zahl, die am Ende rauskommt, kleiner ist als 1, dann haben Sie es falsch rumgemacht. Und jetzt haben wir es aber richtig rumgemacht. Vielen Dank für den Hinweis. Und das heißt, das multipliziere ich jetzt noch mit log 0,5. Und dann erhalte ich, wie viel haben Sie rausgekriegt? 39 mal. Na, 39,2 kriegen Sie raus. Habe ich zumindest raus. So, wenn man 39,2 hat, denken Sie daran, das N muss größer gleich dem sein. Also das heißt, man muss mindestens 40 Tippreihen ausfüllen. Und wie gesagt, wenn Sie nicht sicher sind, Sie sehen, ich habe den ja auch verdreht, obwohl ich es vielleicht richtig hingeschrieben habe. Also wie gesagt, das P0 ist der, das P ist der. Und bis 2 Minuten später hatte ich es wieder vergessen. Und wenn da jetzt eine Zahl kleiner 1 rauskommt, machen Sie 1 durch, dann wird es schon stimmen. Gut, gibt es Fragen dazu?